Hiermit heiße ich euch herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal hier. Ja, momentan bin ich gerade auf dem Feldberg und starte eigentlich von hier aus so meine kleine Schwarzwaldtour. Und dachte mir jetzt vorher, wo die Strecke noch langweilig ist, nehme ich das Video noch auf, weil dann kann ich immerhin noch reden, weil nachher kann ich es dann nicht mehr. Und ja, bevor jetzt alle ausrasten, so was sind das für hässliche Dinger, die da an meinem Motorrad hängen? Das sind meine Spiegel. Das nennt sich KTM Originalspiegel. Warum ich die jetzt dran habe, das wollte ich jetzt mal schnell in diesem Video erläutern. Ich habe auf Instagram schon ein Bild gepostet, dass ich die Dinger wieder raufgemacht habe. Und da haben natürlich auch direkt ein paar Leute nachgefragt. Ich habe auch drunter geschrieben, dass ich direkt am nächsten Tag ein Video aufnehmen werde. Heute ist Sonntag. Das Video wird wahrscheinlich dann irgendwann Mitte Woche kommen oder so. Und ja, warum habe ich diese Dinger dran? Das hat eigentlich einen relativ simplen Grund. Wahrscheinlich werden 90% von euch eine komplett andere Meinung dazu haben. Aber ich gehe mal davon aus, dass ihr das versteht. Dass ihr meine Meinung, diese 10% halt, dass das eigentlich alle verstehen. Und es halt schon irgendwie Sinn macht. Aber wahrscheinlich werden die meisten halt komplett anderer Meinung sein. Aber das ist meine Meinung und wenn ihr zu diesen 90% gehört, die anderer Meinung sind, hoffe ich wenigstens, dass ihr den Grund dahinter versteht. Und zwar wollte ich drüber reden, warum ich diese Highsider-Spiegel eigentlich gar nicht mehr oder gar nicht richtig mag. Und vielleicht ist euch aufgefallen, wenn ihr den Kanal schon länger mitverfolgt, dass ich die Highsider-Spiegel zum Teil nach oben gehabt habe und dann wieder zum Teil nach unten. Ich habe die immer ein bisschen hin und her getauscht. Zum Teil war es wirklich so, dass ich sie in einem Video oben hatte, dann im nächsten Video unten, dann im übernächsten Video hatte ich es wieder oben. Also das war wirklich so ein Hin und Her. Und das hat bei mir folgender Grund. Diese Spiegel, ich finde diese Spiegel wirklich nur schön, wenn sie nach unten sind. Aber dann kommen wir jetzt noch einmal mal zu den Gründen, warum ich diese Spiegel jetzt weggenommen habe. Nach doch über einem halben Jahr habe ich die, glaube ich, jetzt dran gehabt und mich jetzt doch dagegen entschieden habe. Das ist eigentlich relativ simpel erklärt. Wenn ich diese Spiegel nach unten habe, schaue ich viel weniger in den Spiegel. Klar, die Spiegel nach unten, man sieht eigentlich wirklich genug, man sieht alles, was hinter sich abgeht. Also man sieht auf jeden Fall mehr, wie wenn man sie hier oben hat oder wie die Originalspiegel. Aber ich schaue einfach viel weniger in meine Spiegel. Ich bin zu faul, um einfach die ganze Zeit so nach unten zu schauen. Während einem normalen Fahren fällt das halt nicht auf. Boah, hier ist gerade richtig windig. Ich hoffe, das windet jetzt nicht so stark übers Mikro bei euch. Eben beim normalen Fahren fällt das wirklich nicht auf. Aber wenn man da mal wirklich jemanden überholt, also irgendwie ein Auto überholt, weil es einfach zu langsam fährt, dann schaue ich beim Wiederreinfahren eigentlich immer in den Rückspiegel. Das habe ich immer gemacht, schon vorher beim alten Motorrad. Und sobald ich das im Rückspiegel sehe, fahre ich wieder rein. Und ich mache das einfach gar nicht mehr mit den Highsidern. Ich überhole wirklich ein Auto, schaue gar nicht in den Rückspiegel und ziehe wieder rein. Und das könnte echt übel enden. Und ich weiß nicht, ob ihr, wenn ihr ein Auto überholt, immer einen Schulterblick macht oder auch einfach in den Spiegel schaut. Klar, man könnte immer einen Schulterblick machen, so von wegen, gut, ist frei. Aber das habe ich noch nie gemacht und irgendwie das jetzt anzugewöhnen, weiß auch nicht. Da bin ich, glaube ich, einfach zu faul. Da nutze ich lieber meine Spiegel, für irgendwas hat man die Dinger. Es gibt ja wirklich solche Arschlöcher, das habe ich jetzt schon mehrmals erlebt, dass die einfach die Motorräder nicht mögen, die fahren auf der Geraden möglichst langsam, solange die Motorräder nicht überholen können. Wenn dann aber kein Auto mehr kommt und die sehen im Rückspiegel, okay, der setzt zum Überholen an, dann geben die Vollgas. Dann beschleunigen die, damit man einfach es möglichst nicht schafft, es zu überholen oder einfach möglichst schwer hat, es zu überholen. Und wenn ich dann einfach wieder reinziehe und der neben mir anfängt zu beschleunigen, dann könnte ich den richtig übel reindonnern. Und das könnte dann echt scheiße enden, weil dann kommst du vielleicht, wenn du ganz viel Pech hast, vorne unter das Auto. Und das ist mir halt einfach ein Sicherheitsaspekt. Klar, wie gesagt, man könnte auch einfach einen Schulterblick machen, ja. Aber ich habe es nie gemacht und ich werde es mir wahrscheinlich auch nicht angewöhnen. Da bin ich mir einfach, blöd gesagt, zu bequem. Und mir fällt halt einfach auf, dass ich während dem Fahren dann echt zu faul bin, so in den Rückspiegel zu schauen. Immer so nach rechts unten. Und ich hoffe, ihr versteht das so irgendwie, dass ich das jetzt so einigermaßen erklären konnte. Ich weiß nicht, die meisten von euch haben wahrscheinlich selber irgendwie Highsider oder Lenker in Spiegel im Allgemeinen. Kommt ihr mit klar oder
Also wenn ihr ehrlich seid, jetzt so schaut ihr auch weniger in den Spiegel, wenn ihr normale Spiegel dran habt. Das will mich mal wundern nehmen. Aber bei mir ist jetzt halt einfach so, ich schaue dann viel weniger in den Spiegel. Auch wenn es beim Normalfahren halt auch nichts ausmacht. So, da werden wahrscheinlich jetzt sicher genügend Leute trotzdem nochmal denken so, okay, du machst sie nicht nach unten hin, was ich vielleicht verstehe, was irgendwie Sinn macht, aber warum machst du die Spiegel nicht einfach nach oben? Weil man kann die ja ganz normal nach oben drehen. Ja, das könnte man tatsächlich machen und wie gesagt, das habe ich auch ein paar Mal gehabt. Und wenn man die Spiegel nach oben hat, sieht man wirklich top. Also man sieht hinter sich die komplette Straße, weil die Spiegel halt doch relativ weit außen sind. So, jetzt überhole ich doch hier mal. Also man sieht wirklich extrem viel mit den Highsider-Spiegeln, wenn die nach oben sind. Ich persönlich muss da aber dann wirklich einfach sagen, dass ich es bei der KTM Duke 97 überhaupt nicht schön finde, wenn man Lenker in Spiegel nach oben hat. Die gehören sich bei der Duke zumindest einfach nach unten. Das ist meine Meinung. Ich finde die Lenker in Spiegel nach oben nicht schön. Das sieht dann aus wie so Hörner. Es gibt Motorräder, da passt die Lenker in Spiegel nach oben. Zum Beispiel eine Triumph Speed Triple. Die hat die, glaube ich, auch serienmäßig nach oben. Zumindest die neuen, wenn ich richtig bin. Top now. Hier kann man rudeln. Wenn dieses Video 30 Likes schafft, dann gehen wir zusammen rudeln. Müsste ich zwar fast noch aufpassen. Da oben, ja, oh, da sind richtig viele Leute. Uiuiui, läuft das Ding überhaupt? Ich weiß gar nicht. Rodeln hätte ich zwar auch mal wieder richtig Bock drauf. Das ist schon echt lange her, wo ich das letzte Mal rodeln war. Ich glaube, das war sogar hier, wo ich das letzte Mal rodeln war. Ungefähr vor 5 Jahren oder so. So, aber jetzt waren wir bei den Spiegeln. Die Serienspiegel sehen wirklich nicht schön aus. Das kann man, da kann man sagen, was man will. Also, sie sind okay. Sie sind aber jetzt wirklich nichts Schönes. Vor allem dieses Gummiding hier finde ich einfach, ja, das finde ich nicht schön. Aber sie erfüllen auf jeden Fall ihren Job, darum habe ich die jetzt wieder rangemacht. Aber bevor jetzt alle wieder komplett ausrasten, wobei ihr eigentlich nie ausrastet, aber ich das trotzdem aus irgendeinem Grund immer sage, kommen auf jeden Fall dann andere Spiegel ran. Aber die werden oben bleiben. Ich werde keine Lenker in Spiegel mehr besorgen. Sehr wahrscheinlich. Aber wenn ich die Duke 4.0 baue, dann will ich ganz sicher nicht diese Spiegel dran haben, weil die zerstören das Bild ein bisschen. Da will ich ein bisschen was Hochwertigeres dran haben. Und ich glaube, da lässt sich schon was finden. So, aber jetzt wisst ihr eigentlich meine Meinung zu den Highsider-Spiegeln. Ich weiß, wahrscheinlich werden gut 90% halt jetzt nicht meiner Meinung entsprechen, aber ich hoffe, ihr versteht es auf jeden Fall, dass es irgendwie Sinn macht für euch. Und ja, das wäre es eigentlich auch gewesen mit diesem Video. Jetzt da vorne geht dann mal bald eigentlich meine Strecke los. Da werde ich dann das Video unterbrechen, einen neuen Akku reinschieben, dann die Soundaufnahme starten und dann werde ich einen ganz schönen Soundpong kreieren. Ich hoffe, da ist nicht viel los auf der Straße. Aber das ist so ein Waldweg, ich glaube, so viele werden da jetzt auch echt nicht lang fahren. Ja, sind halt die normalen Spiegel, sind jetzt nicht die schönsten. Aber die tun auf jeden Fall ihre Sache, zumindest als Übergang, bis ich dann eigentlich andere Spiegel für oben kaufe. So, dann beende ich dieses Video hier. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wieder Spaß gemacht, mir zuzuhören beim Labern. Jetzt werde ich einen richtig geilen Soundporn aufnehmen. Ich hoffe, alles funktioniert und läuft einmal frei. Also dann, würde ich behaupten, haut raus. Habt einen schönen Tag, passt wie immer auf euch auf, Leute. Mach's gut und ciao. Must have been 2:11 when the world ended. At least it felt like it at the time. Teenage years make a heartbreak worse. Plus a lot was going on, couldn't stop it at the time. Dad tried to flip the house. Funny that it all ended upside down. Known for being optimistic, started feeling different. Couldn't fix it, started writing lyrics all because nobody tried to hear it. Around the same time, hooked it.